Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Diese Woche gibt es 4 verschiedene Sneaker-Releases, wobei sich 2 davon extrem gut resellen lassen. Außerdem wird jetzt im Jahr 2020 eine mega kranke Kollabo anstehen, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen wollt. Und es gibt viele neue Leaks und News in der Sneaker- und Fashion-Szene. Aus dem Grund bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich würde jetzt sagen, viel Spaß mit dem Video. Für die Leute, die nur auf dem Kanal sind und nicht wissen, was Hype News ist, bei Hype News stellen wir euch jeden Mittwoch um 14 Uhr die neuesten Sneaker- und Fashion-Releases vor. Also wenn ihr mal auf den neuesten Stand in der Sneaker- und Fashion-Szene sein wollt, wissen wollt, welche gehypten Releases in der kommenden Zeit anstehen, welche Releases haben und welche nicht oder allgemein etwas zu der Historie von den Schuhen wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall jeden Mittwoch um 14 Uhr ein und nur um am besten gar nichts mehr zu verpassen, lasst auf jeden Fall ein Abo da und schaltet die Glocke an. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr in diesem Video einen dicken, fetten Daumen nach oben geben könntet, denn das würde uns sehr unterstützen. Und wenn ihr mich mal auf Instagram auschecken würdet, denn dafür mir noch 4000 Abonnenten bis zu den 20.000. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die auch noch demnächst in der Zukunft erreichen könnte. So, kommen wir jetzt zu dem Top-Thema der Woche und dazu der extrem kranken Kollabo, die jetzt im Jahr 2020 rauskommen soll. Und zwar geht es um eine Kollabo zwischen Dior und Jordan. Dort soll jetzt im Jahr 2020 wahrscheinlich ein Jordan 1er rauskommen. Der Retailpreis von den Schuhen wird sich wahrscheinlich so auf um die 2000 Euro hinauslaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der so im Resell dann so um die 4000, vielleicht sogar noch mehr bringt. Jetzt ist halt die Frage, wie wird der Schuh aussehen? Bringt der tatsächlich, sag ich mal, die 4000 Euro im Resell, beziehungsweise ist er auch die 2000 Euro im Retail wert? Ich persönlich würde mich freuen, wenn der Schuh dieses klassische Dior-Monogramm bekommt, was jetzt auch im Jahr 2019 sehr in war, was auf den Dior Chucks sowie zum Beispiel auf dieser Dior-Tasche von Tous letzten Instagram-Post war. Wenn sie das Muster bekommen, vielleicht davon eine helle und eine dunkle Version, würde ich mega cool finden und würde mich sehr freuen darüber. Ob ich jetzt 2000 Euro im Retail dafür ausgebe, um mir den Schuh zu kaufen und ob ich den trotzdem noch bekomme, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht bekommt er auch gar kein Resell, weil der Stock genug, also hoch genug ist oder weil für den Retailpreis nicht so viele Leute sich ihn kaufen wollen. Auf jeden Fall wird es eine sehr, sehr krasse Kollabo. Ich freue mich auf die und ich hoffe eben, dass das ein Jordan 1er wird mit den klassischen oder aktuell klassischen Dior-Monogramm, welches ich echt mega cool finde. Diese Woche habe ich mal wieder einen normalen Release für euch und zwar geht es um den Adidas Yeezy 500 in dem Stone Colorway. Der Schuh wird jetzt am 23.11. rauskommen, einen Retailpreis von 200 Euro haben und ich denke mal nichts wirklich im Resell bringen. Der Colorway sieht zwar eigentlich ganz cool aus, gefällt mir eigentlich auch ganz gut und was ich auch bei den ganz cool finde, ist, dass das Upper mal ein bisschen verändert wurde und zwar ist jetzt bei dem das, was normalerweise ein Mesh Upper ist, jetzt so ein Nylon-Neopren Upper. Dennoch muss ich sagen, auch wenn der Schuh ganz in Ordnung aussieht und der Colorway auch ganz clean ist, glaube ich nicht, dass er wirklich etwas im Resell bringen wird, weil Yeezy 500 jetzt nicht so mega gehypt sind und es jetzt auch nicht wirklich etwas mega Neues ist. Bei den gehypten Releases geht es dann los mit einem Schuh, der extrem selten ist, extrem gehypt ist und auch tatsächlich mega viel im Resell bringen wird und zwar geht es um den Nike Air Force One in der Kollabo mit Claude und Fragment. Der Schuh wird jetzt am 22.11. rauskommen, einen Retailpreis von 250 Euro haben und in den Size US 7 bis US 9,5, aber gefühlt auch in jeder anderen Size um die 1000 Euro im Resell bringen. Jetzt fragt ihr euch, wieso bringt der Schuh so viel mehr als der blaue Colorway? Liegt einfach daran, dass er sehr, sehr exklusiv ist und bei nur einem einzigen Store bzw. einer einzigen Location in Tokio rauskommt. Und diese Location ist bis jetzt noch nicht geleakt. Das wird sozusagen ein Shockdrop werden bei einer random Location in Tokio. Deswegen glaube ich nicht, dass irgendjemand von uns den bekommen wird. Wenn ihr in Tokio zufällig seid, dann guckt euch auf jeden Fall schon mal Tokio Drift an. Holt euch ein Drift-Auto und fahrt sofort los, wenn, sage ich mal, die Information kommt. Aber ich weiß auch nicht mal, wo die Information geleakt wird. Vielleicht auf Instagram, vielleicht, sage ich mal, von Claude. 100% weiß ich nicht. Auf jeden Fall aber ein sehr, 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 sehr krank seltener Schuh. Kommen wir aber jetzt noch einmal schnell zu dem Schuh. Der wird ein schwarzes Upper haben, auch das kann man empfehlen. Darunter wird dann, soweit ich weiß, ein weiß-rotes Upper sein. Und grundsätzlich ist halt eigentlich ein ganz cooler Schuh. Wie gesagt, schwarze Air Force gefallen mir nicht so, aber Idee ist sehr krass und so selten wie er ist, wird Resellen auf jeden Fall gut sein, aber schwierig zu bekommen. Ein Tag später, also am 23.11. geht es dann weiter mit dem Jordan 4 in dem Warp Deck Colorway. Der Schuh wird 200 Euro im Retail kosten und leider nicht wirklich etwas im Resell bringen. Dennoch muss ich sagen, dass ein gehypter Schuh ist, aus dem Grund, weil der Schuh ist der Geburtstagsschuh sozusagen zum 30-jährigen Geburtstag von dem Jordan 4. Außerdem ist der Colorway von dem Schuh aus den ersten 4 Colorways zusammengesetzt, die jemals auf den Jordan 4er waren und von Tinker Hatfield designt worden. Und somit ist das auch ein bisschen nochmal, um Tinker Hatfield zu ehren, sage ich mal, dafür, dass er eben, keine Ahnung, so coole Schuhe designt hat. Und was auch noch sehr, sehr cool ist bei dem Schuh, ist die Detailverliebtheit. Zum Beispiel steht auf den Lace-Tips vorne drauf immer in der jeweiligen Farbe von dem jeweiligen Schuh-Colorway, den es eigentlich gab. Ich hoffe, das hat man verstanden. Steht also auf jeden Fall auf den Lace-Tips dann die Seriennummer drauf, die vor 3 Jahrzehnten eben
von dem Schuh war. Also sag ich mal, jetzt gibt es zum Beispiel den White Cement Colorway und der hat dann eben die Seriennummer 4635 oder sowas. Und dann gibt es den Black Cement Colorway, der hat eben die Seriennummer bla bla bla. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich muss sagen, Schuh ist sehr, sehr cool. Ich freue mich auf den Release, ob ich mir den kaufe oder nicht, weiß ich nicht, weil er sehr, sehr laut ist. Aber dennoch, ideemäßig sehr, sehr krass. Ebenfalls am 23.11. geht es dann weiter mit einem Schuh, der sehr, sehr gut zum Resellen ist. Mir persönlich gefällt der vom Aussehen nicht so gut, aber zum Resellen wird er sehr gut sein. Und zwar geht es um eine Kollab zwischen den Nike Air Force One in der Kollab mit G-Dragon. Und zwar kommt dort der Paranoise Colorway raus. Der Schuh wird 200 Euro Mutter kosten und denke ich mal, wird so in den Size US 7 bis US 9,5 so um die 400 Euro im Resell bringen. Warum der jetzt so viel im Resell bringt, liegt einfach daran, dass der Schuh eigentlich auch mal wieder ein sehr cooles Konzept hat. Und zwar sieht man ja schon auf der Sohle, dass da so leicht schwarze Flecken dran sind. Und was halt bei dem Schuh ganz cool ist, dass man das komplette schwarze Upper wegmachen kann und darunter dann eben so ein angepinseltes Upper liegt. Ich persönlich muss sagen, eigentlich ein ganz cooles Konzept, hat man ja in letzter Zeit von Nike schon öfters gesehen, dass sie halt ganz coole Konzepte haben, wie bei den Air Force One Clot oder zum Beispiel bei den Jordan 1 Nike SB Lakers oder, dass sie halt auf jeden Fall sehr coole Schuhe machen, die man sogar selber customizen kann. Aus dem Grund wird er halt auch so gut gehen. Einmal nochmal zu G-Dragon, das ist ein koreanischer Popstar, ich persönlich kannte ihn nicht und er will halt einfach mit den Schuhen, sag ich mal, Impulse geben, dass sich halt die Menschheit ein bisschen mehr vereinen sollte und, sag ich mal, zusammenhalten sollte, weil das halt heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Und finde ich auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Message. Und der Schuh ist von der Idee auf jeden Fall auch ganz nice. By the way, es gibt noch ein Korea Exclusive mit einem roten Swoosh. Da wird, denke ich mal, der Resale-Preis bei um die 1.000-1.500 Euro liegen. Allerdings wird der sehr, sehr selten sein. Mehr so ein Family and Friends Ding. Und ich denke mal, dass keiner von uns momentan in Korea ist. So, kommen wir jetzt zu den Leaks in News in der Sneaker Fashion Szene. Und fangen wir da direkt mal an mit den Adidas Yeezy Boost 380 in dem Alien Colorway. Der Schuh sollte ja jetzt eigentlich am 16.11. rauskommen, was er tatsächlich auch kam. Aber nur auf der Yeezy Supply Seite. Und das war jetzt nicht der richtige Release. Adidas hat schon angekündigt, dass er halt ein Worldwide Release bekommen wird, aber dass der eben an einem anderen Datum sein wird. Aus dem Grund müssen wir da einfach nochmal abwarten und darauf warten, bis Adidas das endlich liegt. Aber ich denke mal, das wird entweder Ende November noch sein oder eben so Anfang, Mitte Dezember. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der mit dem schwarzen Colorway rauskommt, aber 100% sicher weiß man das noch nicht. Momentan liegt der Resale-Preis auf jeden Fall in Size US 7 bis 9,5, so bei um die 400 Euro. Aus dem Grund, wenn er nochmal ein Worldwide Release bekommt, denke ich mal, wird es tatsächlich noch ein bisschen sinken. Aber so, wenn nur so auf 300, 350 Euro. Was auf jeden Fall noch eine okay Summe. Machen wir jetzt auch direkt erstmal mit einem Yeezy weiter. Und zwar mit einem Yeezy, der von euch hier sehr, sehr gefragt ist. Und zwar geht es um den Adidas Yeezy Boost 354-2 in dem Static Black Colorway. Der Schuh soll jetzt am 29.11., also am Black Friday, einen weiteren Restock bekommen, der von der Stückzahl sehr, sehr hoch sein wird, denn ich denke mal oder ich vermute, dass der so um die 170.000 Mal kommen wird, was auf jeden Fall nicht wirklich selten ist. Retailpreis liegt immer noch bei 220 Euro, Resellpreis liegt momentan noch bei um die 300, 350 Euro in den Size US 7 bis US 9,5. Aus dem Grund denke ich mal, wenn der Release gekommen ist, wird der Preis auf jeden Fall noch mal einiges droppen. Ob man den dann noch gut resellen kann oder ob die mehr bricken, kann ich euch nicht hundertprozentig sagen, weil der Hype tatsächlich relativ hoch auf diesen Schuh ist. Aber ich denke mal, wir warten da einfach nur ab. Ich werde euch in dem nächsten Hype noch mal eine gute Information geben, bevor der Release dann wirklich ansteht. Außerdem soll ja noch am Black Friday, also am 29.11. die Kollabo zwischen Slam Jam und der Nike Blazer 1977 kommen. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass der Resale-Preis bei um die 200 Euro liegen wird. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass der bei 200 Euro bleiben wird. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass der, sag ich mal, auch bei 300 Euro in den Size US 7 bis 9,5 landen kann. Aus dem Grund, weil viele Leute es auch gesagt haben, der Stock liegt bei 1977 Mal. Sehr, sehr selten, aber ich glaube nicht, dass der schwarze Colorway so beliebt ist wie der weiße und ich glaube auch nicht, dass der Resale-Preis nach dem Release direkt so hochschießen wird, sondern sich erstmal eh auf 300 Euro einpendeln wird. Aber für die Leute, die, sag ich mal, sich darüber beschwert haben, wollte ich nochmal ein kleines Update darüber geben. Falls ich es noch nicht gesagt habe, der Schuh wird 90 Euro Mutter kosten, hat einen umgekehrten Swoosh, ist auf jeden Fall eigentlich ein ganz cooles Konzept und auch die Kollabo ist ganz cool. Stock ist wie gesagt niedrig, weswegen der Resale-Preis auf jeden Fall hoch werden kann, aber ich denke mal, auf über 300 Euro wird es sich nicht hinauslaufen. Dann haben es schon viele von euch wahrscheinlich mitbekommen. Und zwar hatte der Jordan 11 in dem Bread Colorway einen kleinen Shockdrop auf der Nike Sneakers App. Das war aber noch nicht alles. Dort wird nämlich jetzt am 14.12. noch ein kompletter Worldwide Drop kommen, wo die Stockzahlen sich auf um die 1 Million Mal hinauslaufen, was extrem oft ist. Auch wenn der Hype auf diesen Schuh sehr hoch ist, weil die Silhouette einfach eine OG-Silhouette ist und sehr, sehr beliebt ist, denke ich mal, dass dadurch, dass die Stockzahlen so hoch sind, der Resale-Preis extrem sinken wird. Das bedeutet, falls ihr den Schuh jetzt schon bekommen habt, kann ich euch empfehlen, den auf jeden Fall
Fall straight zu flippen, weil der Preis definitiv sinken wird. Einmal aber nochmal kurz zum Schuh. Der Schuh wird 200 Euro im Retail kosten, wie gesagt, nichts im Resale bringen, wird aber dennoch schnell ausverkauft sein. Und der Schuh oder beziehungsweise der Colorway ist einfach sehr, sehr ikonisch. Der erste Jordan 11 kam 1995 raus. Ich denke mal, da waren viele von euch noch nicht mal geboren. Und aus dem Grund ist es halt einfach ein sehr, 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 sehr cooler Schuh. By the way, auf den Schuh ist die 33 und nicht die 45 drauf. Deswegen halt, ja, sehr, sehr cooler Schuh. Ich freue mich auf den Release. Ob ich mir den kaufe oder nicht, weiß ich nicht, weil mir stehen Jordan 11 gefühlt nicht so, aber dennoch auf jeden Fall ein krasser Release. So, dann soll noch im Sommer 2020 ein weiterer Colorway von den Jordan 1 Mocker rauskommen, und zwar der Dark Mocker. Ich weiß nicht, wieso der Dark Mocker heißt und der andere einfach nur Mocker, weil der ist viel, viel heller und hat viel, viel mehr Weiß an dem Schuh. Denke ich, ist aber auch einfach relativ irrelevant. Ich glaube, wir müssen den Namen nicht wirklich hinterfragen. Auf jeden Fall wird der Schuh 160 Euro Retail kosten. Ich denke mal so um die 200 Euro, vielleicht 250 Euro in den Size US 7,5 bis US 9,5 im Resale bringen. Ich finde den Schuh eigentlich ganz cool, ist auf jeden Fall ein cooler Jordan 1er. Ob ich jetzt einen braunen brauche, weiß ich nicht hundertprozentig, aber könnte man sich auf jeden Fall mal geben. So, kommen wir jetzt noch einmal zum Fashion Streetwear Bereich, bevor das Video dann auch fast zu Ende ist, und fangen wir da direkt mal am 21.11. an mit der Supreme Week 13, müsste es mittlerweile sein. Dort wird es wie immer am Donnerstag um 12 Uhr morgens auf der SupremeNewYork.com Seite einen Drop geben. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich von den normalen Sachen nichts wirklich so cool finde, aber es sollen ja diese Woche höchstwahrscheinlich die Supreme Box Logo Beanies rauskommen. Und die, denke ich mal, werden auch gut etwas im Resale bringen. Retailpreis von den Dingern wird 38 Euro sein, kommen noch immer 12 Euro Versand drauf. Aber Resale, denke ich mal, kann man die so für um die 100 Euro. Ich denke mal, dass die besten Farben, sage ich mal, die etwas dunkleren und schlichteren Farben sein werden. Wenn ihr jetzt so eine gelbe Mütze habt, wird die wahrscheinlich auch gut gehen. Aber wenn ihr, sage ich mal, das meiste rausholen wollt, geht auf jeden Fall auf die schlichten Farben. 100% bestätigt, ob die jetzt kommen, wurde es scheinbar irgendwie doch noch nicht. Aber ich denke mal, dass sie diese Woche kommen werden. Falls nicht, werden die in den kommenden Wochen kommen. Dann wird jetzt wahrscheinlich am 3.12. eine Kollabo zwischen Dior und Stüssi bei der Pre-Fall 2020 Show bekannt gegeben. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Stüssi-Fan eigentlich. Ich finde, Stüssi ist halt eine coole Skate-Marke und ich finde halt einfach den Style von denen ganz cool. Die Schnitte sind jetzt nicht wirklich was Besonderes. Vielleicht werden durch Dior noch mal ein paar coole andere Schnitte mit reingebracht. Aber grundsätzlich finde ich die Brand Stüssi halt eigentlich sehr, sehr cool. Aus dem Grund freue ich mich auf die Kollabo, falls sie kommen sollte. Da müssen wir einfach mal jetzt am 3.12. auf die Pre-Fall 2020 Show unsere Augen raufwerfen und dann wird das wahrscheinlich hoffentlich dort angekündigt. So, und das letzte, was ich für euch habe, ist eine Kollabo zwischen Supreme und der Rolex Submariner. Die soll wahrscheinlich im Jahr 2020 rauskommen. Ein Stock von nur 75 Mal getragen, also extrem limitiert sein. Ich denke mal, dort werden auch wirklich nur die Leute die Uhr bekommen, die bei Rolex irgendwie auf der Family and Friends VIP-Liste draufstehen. Auf jeden Fall wird die Uhr 30.000 Euro im Retail kosten und ich denke mal so um die 50.000 bis 60.000 Euro im Resale bringen. Ich muss aber sagen, ich würde mir eine normale Submariner holen. Die mit Supreme brauche ich jetzt nicht unbedingt. So viel ist da jetzt nicht so besonders dran. Und ich würde dann einfach klassische normale Zeiger einen Ticken besser finden als, sag ich mal, die roten oder sowas. So, kommen wir jetzt nochmal zu guter Letzt zu den Fits der Woche, wo ihr mich einfach auf euren Instagram-Bildern markieren müsst und dann eben die Chance habt, mit in das Hype-News-Video mit reinzukommen. Achtet einfach darauf, dass ihr halbwegs gute Bilder macht mit halbwegs guten Locations und dann eben, sag ich mal, coole Fits habt. Seid auch da gerne mal kreativ, macht mal was Neues, probiert mal was Neues aus und geht nicht immer, sag ich mal, den normalen Weg, wie jeder anderes machen würde, weil sonst hätte ich jedes Mal auch in Hype-News das gleiche Fit. Aus dem Grund, seid kreativ und dann kommt ihr auch bestimmt schon ins Video rein. Und das erste Fit kommt heute mal von Tutran 2000. Ich nehme das jetzt einfach mal rein, mache das mal ganz schnell durch, weil ich es sehr, sehr cool finde. Er trägt hier die Jordan 1 Travis Scott, dann mit einer schwarzen Corduroy-Hose, die von Lowlight Studios kommt. Die Hose ist leider sold out, aber es wird jetzt in der neuen Season eine beige davon online kommen. Deswegen checkt mal gerne Lowlight Studios raus. Grüße gehen da auf jeden Fall raus an Elias und Pinkus, die haben eine sehr, sehr coole Brand. Dazu trägt Tu einfach einen schlichten schwarzen Hoodie, beziehungsweise gar nicht so schlecht. Da vorne sind so ein paar Definitionen drauf. Und hinten der Backprint ist aus recycelten anderen T-Shirts, die mal beprintet waren. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Pulli. Qualität ist auch sehr krank davon. Und dann trägt er noch eine Dior Shoulderbag, die ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Und ja, Fotos gefallen mir auch sehr gut. Habe ich gemacht, habe ich bearbeitet. Deswegen, ja, sehr cooles Fit. Das nächste Fit kommt von IMCLXDIO. Ich muss sagen, auch wenn man nicht das komplette Fit sieht, sieht es sehr, sehr cool aus. Auf jeden Fall das, was man sieht, sieht sehr gut aus. Falls ihr eben keine geilen Schuhe oder sowas habt, geht sowas auf jeden Fall auch. Er trägt hier eine schwarze Sherpa-Jacket. Außenleder, innen Sherpa, finde ich eigentlich persönlich sehr, sehr cool. Dazu trägt er zwei ganz coole Ketten, passt auf jeden Fall zu seinem Style. Ein schwarzes Dior Graphic Logo Tee, welches eigentlich ganz gut zum Fit passt. Ist auf jeden Fall was, was ein bisschen mehr raussticht. Eine Schulterbag von Face Plus Places. Und dann dazu einfach noch eine schlichte schwarze Hose, auch da wieder mit Ketten und halt ein paar Ringe. Diese Ringe und Ketten passen halt einfach zu seinem Style, weil es halt so einfach wahrscheinlich sein Style ist, weswegen mir das Fit auch sehr gut gefällt, weil es halt mal wieder was anderes ist.
jeden Fall Shoutout geht raus an dich. Besonders letzte Fit kommt von Yannick the Kid. Er trägt hier auf diesem Bild die Nike Air Force One Inner Collar mit Travis Scott und zwar den OG Colorway. Obwohl, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich kann das auf dem Bild nicht hundertprozentig erkennen, da die Colorways sich sowieso sehr, sehr ähneln. Was ich auch ganz cool finde, er hat hier zweimal den silbernen Swoosh auf die eine Seite gemacht und, sag ich mal, einen anderen Swoosh auf die andere Seite. Ist halt so ein bisschen mehr eben doppelt gelayert, bisschen kreativer. Dazu trägt er eben eine schwarz gewaschene Cargohose, die nicht zu breit, nicht zu locker ist, gefällt mir auch sehr gut. Dann trägt er eben einen beigen Pulli, der sehr, sehr gut zu den Schuhen matcht, was ich halt auch ganz gut finde. Und dazu eine Brusttasche, die Marke kann ich nicht hundertprozentig erkennen. Kann ich auch nicht auf den anderen Bildern erkennen. Auf jeden Fall ist das eben so eine Brusttasche, wie Tusi auch von Heaters hat, aber dann eben mit so einem Industrial Belt und sowas. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, trägt er, oder noch ein bisschen mehr Special zu machen, trägt er noch so ein Halstuch in einem roten Farbton. Meiner Meinung nach sehr, 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 sehr cooles Fit. Gefällt mir auch echt gut. Ich würde es persönlich nicht ganz so tragen, weil ich wahrscheinlich ein Halstuch nicht tragen würde. Aber selbst das finde ich halt so sehr, sehr cool, weil es mal was anderes ist. Und ja, zu dem Fit kann ich echt eigentlich nur sagen, top, gefällt mir sehr gut. So Leute, das war es jetzt auch schon mit den Fits der Woche. Mir ist gerade aufgefallen, dass doch sehr, sehr viele coole Fits eingesendet wurden. Aus dem Grund, schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr mal wieder Bock habt auf ein Community Outfits. Dort könnt ihr uns einfach eure besten Outfits einsenden. Wir nehmen eben die besten raus und stellen dann eben die besten 10 Outfits unserer Community vor. Also wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, dann werden wir es auf jeden Fall machen. Das war es jetzt aber grundsätzlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es der Fall war, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Kommentar und einen Daumen nach oben wissen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke anschalten und wir würden uns extrem freuen, wenn ihr uns noch auf Patreon abonnieren könntet, sowie auf Instagram, also uns alle drei. Und ich würde sagen, das war es jetzt endgültig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.